Wow. Chillt mal. Obwohl, das sind fast alles Warnjak 1. 4 Warnjak 1, 1 Warnjak 3. Na gut. So, kommt mal näher, ihr Viecherchen. Nicht so nah. Schon zu nah. So, das erste Vieh ist futsch. So, die sollten jetzt hier alle. Kleiner Feuerball auf ihnchen. Er geht auf ihn erstmal los. Tom greift den an. Und Rainer greift den auch an. So, sie wendet jetzt auch Magie an. Kostet zwar Lebenspunkte, aber egal. Flatsch. Au. So, die Kleinen sind ja nicht viel. Nicht dramatisch, aber der Große da, der muss zuerst platt gemacht werden. Jawohl, immer auf ihn drauf. Yeah. Und ein Frieren. Sie ist zwar jetzt fast tot, aber das war's wert. Hoffe ich. Yeah. So, er greift jetzt den an. Sie auch. Dreher greift den Chef an. Die anderen auch. Okay. Flatsch. Gut, der Kleine macht keinen Schaden. Der auch nicht. Der macht einen Schaden. Wow. Die treffen natürlich wieder nicht. Er trifft schon. So, nochmal. Yeah. Okay, Chef ist tot. Ich glaube, dann ist der Rest des Kampfes jetzt wirklich nur noch ein wenig ausharren und hoffentlich überleben. Werde ich aber wohl. Ja. Der ist auch geplättet. Tom geht auf den los. Rainer geht auf den los. Dreher hüpft da rüber. Jawohl. Trifft natürlich mal wieder keiner. Sehr schön. So, Treffer. Na los. Macht ihn platt. So, das ist erledigt, das Vieh. Das haut ab. Na toll. Feiges Vieh. So. Dann gehen die mal darüber. Den kriege ich auch noch hier erledigt. Wieder vorrücken. Nochmal vorrücken. Haut immer ab, das Vieh. Kann Rainer es wenigstens angreifen, bevor es sich zurückzieht? Nee, egal, dann lassen wir es abhauen. Was soll's? Jeder er hat 65 Punkte. Meltas hat Stufe 6 erreicht. Das ist schön. Für Meltas. Ich höre schon wieder irgendwas knistern. Das ist unschön. Für uns. So. Hier ist ein Brunnen. Da könnte ich wieder wahrscheinlich meine Tränke mit. Quatsch, meine Eimer mitfüllen mit dem Ding, denke ich mal. Aber. Aktuell brauche ich das eigentlich nicht. Ich würde sowieso sagen, ich mache jetzt erstmal doch wieder eine Aufnahmepause. Ich gucke mir nochmal die Karte an. Ach, hier ist rechts ist noch ein Raum, da ist aber nichts drin, oder? Gar nichts. Ein paar alte Tische. Und ist hier gar nichts. Nö. Mach ich jetzt eine Aufnahme? Nee, bisschen noch. Viertelstunde noch. Dann habe ich wieder drei Teile am Stück aufgenommen. Das müsste dann erstmal reichen. So, okay, hier steht nur Gerümpel rum. Was auch immer das für ein Raum war. Wäre nicht mal gut zum Rasten hier, oder? Keiner ist müde. Pfff. Dafür geht die Fackel jetzt gerade alle. Jetzt kann ich rasten. Okay. Das heißt, es ist ein guter Anhaltspunkt. Wenn die Fackel alle ist, dann ist wieder Zeit zum Rasten. Na gut. So. Übersichtskarte. Das Ding habe ich. Hier oben ist wieder irgendwas Böses. Okay, ich hoffe, der Dungeon hat mehrere Ebenen. Das wäre sonst ein bisschen sehr klein, das Ding. So, da oben ist eine Falle und ein Spezial. Was auch immer dieses Spezial sein mag. Gucken wir mal. Bäh. Wow, da sind Warnjaks. Da ist eine Tür. Eine Tür. Aber erstmal kommen die Warnjaks. Ein Zweier und ein Dreier. Das gibt eine große Feier.
So, die greifen den an. Watsch, watsch. Kein Schaden. Toll. Zwei Schaden. Getroffen. So, er nimmt einen Fireball. Feuerball. Sie wendet einen Frostsplitter an. Und ich hoffe, sie kommen ihm zuvor. Nee, kommen sie nicht. Kacke. Nein, Meltas ist bewusstlos. Tschu. Quatsch. Dann greift sie jetzt im Nahkampf an. Dreher greift den Typen auch an. Die anderen beiden greifen den weiter an. Quatsch, quatsch, quatsch. Ist doof. So, dann muss sie ihn nochmal hier betäuben. Mit dem Frostsplitter, auch wenn das wieder das Leben kostet, aber egal. Au. Nein! Boah, Alter. Die sind so stark, die Viecher. Okay, dann müssen wir wieder ein wenig Heiltränke opfern. Aber ich habe gar nicht mehr so viele, sehe ich gerade. Ich habe gar keine mehr. Doch, da ist noch ein blauer für Notfall. Hat er noch welche? Nee. Ich glaube, ich sollte dann wahrscheinlich eh erstmal mich etwas zurückziehen und wieder Nachschub besorgen. Jawohl. Das Vieh ist erledigt. So. Wahrscheinlich ist Sira gleich auch futsch, aber egal. Ich hoffe, die anderen beiden erledigen ihn, bevor alle tot sind. Oh, er greift Trier an. Nein! Nein! Ja, doch. Der hat viermal angegriffen. Viermal. Krass. Sira hat Stufe 8 erreicht. Meine Güte. Ach, sie hat ja noch Heiltränke, sehe ich gerade. Stimmt, ich hatte ja total viele. Ich hatte ja total viele Tränke gekauft. Trinkt Dreh erstmal so einen. Meltas trinkt auch einen. Wahrscheinlich kann man noch einen zweiten trinken gleich hinterher. Jawohl. Sira trinkt auch einen. Ach, dann gehen wir jetzt hier gleich in die Vollen, was soll's. Trinkt er noch einen und Meltas auch noch einen. So. Jawohl. Ist doch die Map. Oh, ich bin ganz woanders. Sehe ich gerade. Ich wollte doch eigentlich da oben zu diesem Spezial. Haben wir hier überhaupt noch was drin in dem Raum? Wahrscheinlich nicht. Da ist gar nichts. Da ist noch Gerümpel. Aber in dem Gerümpel ist nichts drin. Da ist gar nichts mehr. Toll. Toller Raum. Krimskrams und sonst nichts. Na gut. Ich bin verworren. Da sind wieder Flammen. Dann gehe ich erstmal da unten hin. Vielleicht gibt es da noch was Spannendes. Ich wette, wo die Flammen sind, muss ich lang gehen nachher. Da führt wahrscheinlich der Hauptweg lang. Also hier bin ich langsam jetzt so in Regionen. Also ich habe das Spiel mehrfach angefangen. Und habe so die ersten Dungeon, den kann ich inzwischen irgendwie auswendig. Aber den zweiten hier schon, den habe ich glaube ich nur ein oder zweimal. Ich glaube zweimal komplett durchgespielt bisher. Also ich habe zweimal das komplette Spiel durchgespielt, aber mehrfach angefangen zu spielen. Und ich muss sagen, so langsam komme ich wirklich in Regionen, wo ich dann nicht mehr genau weiß, was mich alles erwartet hat. Was natürlich das Ganze auch spannender macht. Hier sind stationäre Flammen. Ist auch immer interessant. Wow! Och nee. Oh nee. Schon wieder das gleiche wie eben. Ein Warnjagd 2 und ein Warnjagd 3. Watsch, watsch. Macht sie platt. Sonst mache ich euch platt. So, Moment. Jetzt will ich nicht hier Leben verschwenden, sondern sie sollen jetzt erstmal hier ein paar schöne Tränke trinken, um wieder ihr Konzentration. Oh, scheiße. Den hätte ich lieber ihr geben sollen. Ist das jetzt Verschwendung? Egal. Magie anwenden, Frostsplitter. Auf ihn. Magie anwenden, Feuerball. Auch auf ihn. So. Ne, er greift jetzt auch ihn an. Erstmal die stärkere Viecher und die beiden bekämpfen das schwächere. Au, au. 7 Schaden, na gut, da kann ich noch mit leben. Feuerball. Jawohl. Immer drauf. Frostsplitter, auch drauf. Jawohl. Macht ihn platt hier. Ja, so muss das sein. So, wendet sich jetzt nochmal Magie an? Nochmal Frostsplitter? Ne, momentan geht das. Braucht man es ja nicht. Oder mache ich Lebenssicht? Ich mache Lebenssicht. So.
Das Vieh kann ja gerade nichts tun, ist ja eingefroren. Selbst der Feuerball, Feuerball kann es nicht auftauen. Feuerball ist auch schön. Ein freuender Ball. So, jetzt ist das Vieh erledigt. Das andere taut jetzt langsam wieder auf. Das ist langsam, schnell. 13 Lebenspunkte das noch. Na gut, dann machen wir jetzt hier mal Nahkampf. So. Er macht nochmal einen Feuerball drauf. Dann muss das Vieh aber platt sein. Oh oh. Nein! Aua. Egal, Sira war ja eben aufgestiegen. Dann brauche ich jetzt kein XP mehr. Und es gibt 38. Und keiner ist aufgestiegen. Hm. Schade. So, dafür kann ich jetzt Sira nicht mehr als Anführerin nehmen, weil sie ja bewusstlos ist. Egal. Charakterbildschirm. Dann trinkst du Trank. Türkis. So. Jetzt kann ich sie wieder zur Anführerin nennen. So, was sagt denn die Übersichtskarte? Die sagt, hier sind lauter tödliche Fallen, obwohl die tödlichen Fallen ja eigentlich nur so ein bisschen Flammen sind. Die kann ich einfach auslöschen, denke ich mal. Gegenstand benutzen. Tom. Tom hat hier Wassereimer. So. Passiert noch was Tolles, wenn ich alle auslösche? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich probier's. Eine weitere Flamme erlischt. Ich glaube, Dri hatte noch einen Eimer für die letzte Flamme. So, da ist... Oh, da ist was drin. Und zwar noch ein Kristalldolch. Nicht schlecht. Was macht der für einen Schaden? 8 waren das. Und noch ein Edelstein. Ich glaube, wenn ich die Edelsteine verkaufe, habe ich schon wieder gut Kohle zusammen hinterher. Da ist noch was. Da ist nichts drin. Hier hinten? Hier hinten ist auch nichts. Vielleicht geht da doch noch... Oder ist hier noch Nebel? Nee. Gar nichts. Vielleicht geht ja doch noch was auf, wenn ich die letzte Flamme auch noch ausmache. So. Da ist auch nichts drin. So, löschen wir die letzte Flamme. Es passiert aber nichts. Gut, dann ist hier Sackgasse. Ja, da geht's auch nicht mehr weiter. Okay. Dann gehen wir zurück. Das andere zurück. Da. Wow, Scheißendreck. Nein. Ach, egal. Muss ich durch. Hab ich eh keine andere Wahl. Okay. Ach, das geht ja. Sind ja alles Schwache. Kein Weinjagd 3 dabei. So, alle auf ihn. Die Kleinen können einen wenigstens nicht vergiften. Hoffe ich zumindest. So, er geht auf den los. Sie geht auf den. Er geht auf den. Und Rainer auf den da hinten. So. Flatsch. Und sie werden nicht mit einem Mal getötet über den Screens. Noch ein bisschen mehr Kraft. Au. Sira ist in Panik und haut ab, okay. Hm. So, Sira flieht. Zack, das Vieh ist futsch. Hm. So, das nächste Vieh ist futsch. Er greift jetzt ihn an. Er ihn. So. Flatsch. So, jetzt aber hier. Jetzt macht ihn platt. Also ihn. Ihn alle. Okay. Okay, meldet das Wort auch ab. Kriegen die dann trotzdem Erfahrung, wenn sie abgehauen sind? Wir sind ja nicht bewusstlos. Hm. Keine Ahnung. Ist immer noch nicht tot. Gibt's doch nicht. Da, jetzt kämpfen sie hier zu dritt. Meldet das flieht. Ja. Alle auf ihn. Also nicht auf Trier, sondern auf den da. So. Jawohl. Wieder einer erledigt. So, wenn jetzt zur... Oh oh. So. Die jetzt alle auf ihn. Na los. Nein. Nein. Wow. Nochmal.
Ja, nee, sind wir nicht tot. Gibt's doch nicht. Jetzt aber hier langsam mal. Jetzt ist Dreh gleich auch tot. Oh, der Dreh haut auch ab. Ja, toll. Lass die doch alle abhauen. Die ziehen sich zurück, die Viecher? Gibt's doch nicht. Skandal. Super. Mach ich mir wenigstens den noch platt hier. Ja, und nochmal. Rainer auch auf ihn drauf. Jetzt haut der auch ab. Gibt's doch nicht. Ich glaube, die kann ich nicht mehr angreifen. Ne, okay, dann haut halt ab. Dumme Viecher. 74 Erfahrungspunkte. Rainer hat Stufe 10 erreicht. Das ist schön. Vor allem für Rainer. Jetzt sind sie wieder alle sehr. Niemand ist müde, okay. Wie entscheidet sich jetzt eigentlich? Das will ich jetzt mal gucken. Schnelligkeit wahrscheinlich. Ja, je schneller die sind, desto. Genau, Drier hat 75 Schnelligkeit. Der hat 43. Und die beiden haben total wenig. 21. Er hat 30. Wahrscheinlich entscheidet sich danach, wie schnell oder in welcher Reihenfolge sie im Kampf angreifen. So, dann werde ich mal die Eimer nochmal auffüllen. Wer weiß, wo der nächste Brunnen liegt. So, Dreh hat einen. Blub. Tom hat auch mehrere. Drei. Hatte ich nicht noch insgesamt fünf oder waren es nur vier? Ne, ich glaube, ich hatte nur vier. So. Eigentlich kann ich ja Tom den letzten Eimer auch geben. Dann muss ich das nur alles ein bisschen umverteilen, dass er hier noch rumlaufen kann. Ach, kann er sogar noch. Na dann. Na dann soll er mal ruhig alle Eimer nehmen. So, orientieren wir uns nochmal. Hier runter. Das wäre eine Falle. Links um. Und schon wieder die nächsten Monster. Gibt's doch nicht. Hier ist wieder eine Ecke, wo nichts ist. Nur so ein paar verzierte Dinger. Ich höre noch mehr Monster. Hier ist eine Truhe. Noch eine Falle. Okay. Dann löschen wir mal das Wasser. Hier noch mehr Monster drin? Hier ist nur noch eine Tür. Wahrscheinlich sind dahinter die Monster dann, oder was? Klingt fast so. Rasten geht nicht. Oh ja. Das sind wieder kleinere, so wie es aussieht. Aber das kann man vorher, glaube ich, nie erkennen. Die haben, glaube ich, immer die Le Oh, yeah. Toll. Oh. Das sieht nicht gut aus. Ich glaube, ich sollte vorher nochmal zur Sicherheit Tränke trinken. Jawohl. Sie auch einen. Er auch einen. Sie trinkt dann noch hier so einen blauen Trank für ihre geistige Energie. So, jetzt aber. Jetzt sind sie gewappnet für diesen Krampf. Kampf. So. Warten wir erstmal ab. Ich glaube, sie setzt erstmal wieder hier ihre Lebenssicht ein. Und nach diesem Kampf werde ich jetzt wirklich definitiv erstmal eine Pause machen. Dann habe ich nämlich tatsächlich insgesamt 3 Stunden am Stück gespielt. Das reicht, glaube ich, denn für die nächsten paar Monate, diese Let's Plays. Und darum. Ich kann ja auch nicht den ganzen Sonntag nur am Computer hocken. Ich wollte eigentlich eine Radtour machen heute, aber das Wetter ist jetzt irgendwie doch noch nicht so toll, wie die uns angeblich versprochen haben, weil dieser tolle Frühling des Jahres 2013 ist ja so toll. Egal. Ich will mich nicht aufregen. Nehme ich mal einen magischen Gegenstand. Ich habe hier noch einen Kristall durch. Auf das da. So. Und Blitzschlag. Das ist gut. 16 Schaden. Perfekt. Oh. Kein Schaden. Alle auf Trier, ist voll fies. Und Feuerball auf das Vieh. Jawohl. Lebenssicht. Sehr gut. Dann schauen wir mal, wie viel Leben unser Warnjak 3 hier hat. So, der Warnjak 2 ist futsch, der erste. 17 noch. Nur das kriegen wir wohin. Dann nimmt sie nochmal Frostsplitter auf das Vieh.
Er geht auf den los. Er geht auf den los. Und er geht auf den da hinten los. So. Jawohl. Kein Schaden. Attackiert Tom. Wieder kein Schaden. Oh ja, na gut, das ist ja noch im Rahmen. Möchte man sagen. Jawohl, Feuerball auf das dicke Fieder. Jawohl, zwei Schaden. Sieh noch Frostbitter. Vielleicht ist er jetzt tot, sogar wenn ich Glück habe. Jawohl. Okay, der andere rückt vor. Das heißt, Rainer zieht mal wieder ins Leere. So, er kann noch einen kleinen Feuerball auf den da abschicken. Rainer greift dann den an. Und sie geht mal in den Nahkampf über. So. So, kein Schaden. Kein Schaden. Feuerball. Viel Schaden. 13. Kein Schaden. Kein Schaden. Ein Schaden. So, der hat noch 6, der hat noch einen. Der hat noch 14. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Dann geht Meltas mal darüber. Vielleicht kann er dann auch in den Nahkampf übergehen, wenn dann überhaupt noch was lebt gleich. Jetzt hauen die wieder ab, die Viecher. Alles Feiglinge. So, der ist auch erledigt. Das letzte Vieh haut auch ab. Na super. Party vorrücken. Ne, es bringt nichts mehr. Ist zu schnell. Und weg damit. So, 69 Erfahrungspunkte. Keiner aufgestiegen. Und ich höre noch mehr. Mann. Hört das denn nicht auf? Ach, da geht's runter, oder wie? Oh, Tatsache. In die nächste Ebene wahrscheinlich. Ja, Exit. Das heißt, da oben brauchte ich gar nicht durch, oder was? Na dann, gehe ich da doch erstmal hin. Also voraus, eigentlich erst... Nein, stopp, 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 stopp. Ich wollte jetzt ja erstmal aufhören, genau. Dann speichern wir ab und sehen uns dann im nächsten Teil wieder. Bis dann!